Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich lieg vorhin gemütlich auf der Couch, zieh mir die Bundesliga rein, nebenbei auch die Pyro-Aktion von Wolfsburg, ganz schön anzusehen. Und ja, dann gucke ich mal so, ja, was geht denn so auf meinem Channel und sehe 153 Likes auf meinem Video. Feuerwerksprospekte Teil 1, oh shit, das ist echt gut angekommen, über 1000 Aufrufe. Und ja, ich habe hier schon mal Magma Monster eingegeben, wollte mal nachschauen, was das so auf sich hat mit diesem Artikel. Darauf werden wir gleich zurückgreifen. Wir haben diesmal noch mehr Prospekte, inklusive Aldi Süd Bestellschein. Wir haben Müller, das wird ganz interessant hier oben zum Schluss. Da könnt ihr euch richtig drauf freuen. Wir fangen an mit Pfennigpfeifer. Ich habe ihn nicht in der Nähe. Ist jetzt aber auch nicht so sehenswert, was wir hier haben. Wir haben hier einen Verbund mit, ich denke mal, es sieht aus wie so Kometenbatterie, römische Lichter, für 20 Euro nicht zu empfehlen. Powerstar kenne ich mich jetzt nicht aus, scheint aber eine Bouquet-Batterie zu sein. Für 8 Euro kann man sich hier auch alle die Videos anschauen auf der Seite. Die Links kopiere ich euch diesmal auch direkt in die Beschreibung. Verbundfeuerwehr kann ich nicht viel zu sagen. Was haben wir hier? Batterie, Samurai, das ist nicht so erwähnenswert. Was ich ganz interessant finde, sind Flashing Thunder für 4 Euro und die Sonnenvögel 4 Stück für 1,29 €, kann man die mitnehmen. 3,99 € aktuelle Vekoböller ist zu teuer und die Raketen hier sind auch alle zu teuer. Ich werde jetzt nicht alle einzeln aufzählen, könnt ihr ja im Video stoppen. Hier einfach wieder, es ist einfach nur lächerlich, 20 Euro für einen Vulkan. Und dann haben wir hier ein Set, wo mehrere Kleinbatterien dabei sind für 30 Euro. Bin ich eher nicht so der Fan davon. Hier haben wir Fulls Metal Jacket, römische Lichter wieder, steht hier. Und ja, die Videos kann man sich alle anschauen, könnt ihr vorbeigehen. Dann haben wir hier Edeka Großmarkt, aber der ist nur in Südbayern, Sachsen und Thüringen vorhanden, beziehungsweise also für die Bundesländer gilt dieses Prospekt. Wir haben hier Komet, ein Böller-Set, 7,29 €, würde ich mir nicht kaufen. Die Böller-Komet werde ich auch testen, kommt in meinem nächsten Video. Was haben wir hier? High-End. Kann ich auch nicht viel zu sagen. Komet habe ich Batterien her noch gar nichts gehabt. An Batterien noch keine gezündet. Die hier habe ich in meinem letzten Einkaufsvideo schon im Edeka gesehen. Und ich habe immer noch kein Video über diese Raketen gefunden. Keine Ahnung, wie die sind. 90 Meter Steighöhe ist schon sehr hoch. Was haben wir hier noch? Batteriefeuerwerk von Komet kann ich euch nicht ans Herz legen. Kommen wir zu Hornbach, das hatten wir letztes Mal schon in meinem ersten Teil. Aber jetzt haben sie die ganze Sache ergänzt und zwar mit ihren vollen Artikeln. Was sehr neu ist, sie haben Kellerfeuerwerk im Angebot und teilweise auch Komet, ja. Und Nico sogar. Also seid gespannt, wir fangen hier an. Batteriefeuerwerk zu teuer. Hier haben wir Juve-Raketen, 21 Stück, 20 Euro, haben aber nicht alle einen Zerleger, deswegen nicht kaufen. Wenn wir hier weiter runter scrollen, haben wir hier ein Feuerwerk Mix Turbo Set für 4 Euro, finde ich auch etwas zu teuer, 3 Euro wäre da angebrachter für meinen Geschmack, euer wahrscheinlich auch. Dann haben wir hier Nico-Raketen, das sind einfach unter 10 Raketen, auf jeden Fall 8-9 Raketen und für 15 Euro würde ich die nicht mitnehmen. Dann haben wir hier Keller Feuerwerk, ach, die haben anscheinend doch kein Komet. Und dann haben wir hier noch Jugendfeuerwerk und Superballer 2 Schinken für 8 Euro. Ist hier überhaupt noch was? Ja, hier gibt es sogar noch Seite 2. Wusste ich gar nicht. Okay, anscheinend doch nicht. Egal, dann kommen wir zu Real. Die haben jetzt auch ihr Prospekt draußen. Und zwar sehen wir hier
Ich glaube, das ist das gleiche Verbund, was ich in meinem ersten Teil schon erwähnt hatte. Und da gab es es für 80 Euro. Bei Dicro oder so war das. Ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Auf jeden Fall wieder Komet am Start. Aber der Verbund ist hier von Komet, der andere war von Weko, ja. Also hier auch nicht viel, nur ein Teil wahrscheinlich, aber real eh nicht so. Und jetzt kommt der Bestellschein von Aldi Süd. Hat sich über so gut wie überhaupt nichts verändert. Hier die Screaming Grizzly ist neu. Das weiß ich. Und wundert euch nicht, dass es jetzt so unscharf bei euch ist. Bei mir ist es genauso. Was fällt noch auf? Ja, vielleicht habt ihr es schon gesehen. Magma Monster. Ich habe es mal geguckt. Es gibt kein einziges Video auf YouTube, der das hochgeladen hat. Das sind Schweizer Vulkane, wie es hier angegeben ist. Und die üblichen Batterien gibt es immer noch. Die üblichen Raketensortimente ebenfalls. Da hat sich nichts groß, was ist heute los? Verändert. Dann kommen wir hier zu einem Ausschnitt von Pyro Union, was auch interessant ist. Und zwar, die haben Leslie im Angebot. Hier ist auch nur ein Teil rausgeschnitten. Mehr konnte ich leider nicht finden. Ich habe es nicht in der Nähe. Die haben hier die Naughty Screamers. Die haben die Leslie Deböller. Die böse Sekretärin, böse Schwester, die haben die Schocks, die haben sogar Kugelkopfraketen und die geilen Moskitos, die ja sehr geil sein sollen. Und Lassie bekommt man halt nicht so oft im Discounter. Das heißt, da könnte man bestimmt mal einen Abstecher machen, wer Pyro Union in der Nähe hat. Und jetzt kommt's, Leute. Müller. Müller hat dieses Jahr wieder ein Bombenangebot an Sortiment, zumindest. Es sind noch keine Preise da. Hier. Wir sind jetzt hier bei Batterien allein nur. Das heißt, es kommt noch Raketen und Knaller, Leuchtartikel. Wir haben hier Effekt Profiline 240. Also ne, ich habe das Effektvideo einfach nur vorgelesen. Können wir mal kurz reinschauen, kein Problem. Ja. Die Bouquets schauen sehr groß aus, aber die Qualität von denen in den Videos ist ja nicht gerade berauschend. Dann haben wir hier den Ludwig den Zweiten. Das ist römisches Licht, weil es hier steht 120 Schuss. Ich habe vom ersten Blick gedacht, oh geil, ein neues Bombenrohr, aber nee, es ist ein römisches Licht. Ach, keine Ahnung, wie das jetzt sein. Dann haben wir hier die Profiline 360, wird wahrscheinlich etwas teurer sein, bin ich mir nicht sicher. Flying Arrows, Blue Eyes, die kennen wahrscheinlich manche von euch. Max Power Explosion, die gab es, glaube ich, auch im Norma letztes Jahr. Dann gehen wir mal zu Batterieverbünde. Da würde ich jetzt nur hier einen Schnelldurchgang drüber machen. Wie gesagt, die Preise sind leider noch nicht da, aber da kann ich euch dann noch genaueres auf Facebook posten. Der Link ist ebenfalls in der Beschreibung, könnt ihr mal vorbeischauen. Gibt es viele neue Tweets von mir. Dann haben wir hier Raketen, beziehungsweise wir sind hier gerade bei Mischsortimente. Und ja, Nico-Raketen. Sehr, sehr geil, wenn es dieses Raketenset für unter 15 € gibt, auch auf jeden Fall empfehlenswert. Das Raketenset wäre für unter 10 € ganz in Ordnung. Das hier könnte so für 6, 7 € und das für 5 € oder so. Das wären dann richtig geile Preise und Müller hat generell nicht immer die höchsten Preise im Angebot. Wir haben hier das Metalhead-Sortiment. Profi Power genannt, wird wahrscheinlich auch nicht mehr als 10 € kosten, niemals. Dann haben wir hier die Ringraketen, 3 Stück. Die könnten, ja, die sind ja sehr gut. Ich habe schon ein Video hochgeladen bei meinem Rocket Rally Set und könnt ihr mal vorbeischauen. Hier das Raketensortiment auch will 10, 15 € kostet das bei den meisten Shops. Das wäre mir dann zu teuer. Ja, meine Freunde. Achso, ich wollte schon hier beenden. Und nein, ich habe doch noch Bock auf Videos zu machen. Wir haben hier China Cracker in der 320er Box, China Böller D und Super Böller 1. Dann haben wir hier noch ein schönes Mischpack und 3 kubische Kanonenschläge. Also alles, was man so als Knallfreak haben möchte. Wir haben hier römische Lichter und die Preise, wie gesagt, stimmen bei Müller eigentlich jedes Jahr. Und dieses Angebot ist auch wieder kaum zu toppen, muss ich ehrlich sagen. Echt viele Sachen im Sortiment.
Und 10 Minuten sind wir jetzt. Ja, das ist jetzt wie mein zweiter Teil um die 10 Minuten. Meine Freunde, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ich würde sagen, ja, den dritten Teil werde ich noch raushauen. Jetzt die großen Aldi habe ich ja jetzt schon, den Bestellschein, so wird der auch im Prospekt dann sein. Die Produkte, die hier auf dem Bestellschein waren. Und Lidl, Zimmermann und so wird dann wahrscheinlich in meinem dritten und letzten Part kommen. In einer Woche oder muss ich mal schauen, wann die rauskommen. Früher kann ich es halt auch noch nicht beschaffen. Und ja, dann würde ich mich wieder um ein Like freuen. Hoffentlich wird es wieder so gut ankommen wie mein letzter Part. Und ja, was gibt's noch groß zu sagen? Wir haben nur noch, ich habe jetzt den 6.12. Und am 29. geht's ja los. 23 Tage, wenn ihr das Video seht, 22 Tage bis zum Verkauf. Leute, ich kann es kaum noch abwarten. Vielleicht mache ich auch einen Stream in der Nacht vom 28. auf den 29. Aber das muss ich noch alles schauen, ob das hinhaut. Bis dahin freue ich mich auf das coole Feedback, was ihr mir gebt. Und ja, lasst es knallen, Leute. Haut rein. Ich bin raus. Ciao. What the fuck, Alter?